Punktmengen am Kreis. Okay, das letzte Video hat auch schon Punktmengen am Kreis eigentlich geheißen. Da haben wir es nur Sehne, Sekante und so weiter genannt. Das hier sind auch Punktmengen am Kreis. Auch das letzte Mal waren es Punktmengen am Kreis, aber diesmal sind es so viele, da wollte ich sie nicht alle in die Überschrift packen. Was wir hier sehen, ist einmal schon eine bekannte Punktmenge, nämlich eine Gerade, die durch einen Kreis durchgeht. Die nennt man auch Sekante. Eine Gerade, die den Kreis in zwei Punkten schneidet, nennt man Sekante. Und das, was da jetzt Neues entsteht, sind auch wieder Punktmengen. Das werde ich euch jetzt zeigen. Auf der anderen Seite haben wir einen Kreis, der ist jetzt nicht durch eine Gerade durchzogen, sondern das kennt man eher von einem Kuchen. Ja? Ein Kreis, den schneidet man, oder einen Kuchen schneidet man dann auch nicht einmal schräg durch, sondern den schneidet man ja in so Stücke. Das heißt, man schneidet von außen zum Mittelpunkt. Das heißt, wir unterscheiden einmal eine Gerade, die durchgeht irgendwo, und wir unterscheiden, dass wir von zwei Punkten aus zur Mitte schneiden. Es gibt jeweils andere Punktmengen am Kreis und die werde ich euch jetzt zeigen. Also, kennengelernt haben wir einerseits diese Gerade, das ist eine Sekante. Nur was wir noch nicht kennengelernt haben, ist die Strecke, die dadurch innerhalb des Kreises entsteht, nämlich die Strecke AB. Man könnte die Punkte natürlich auch anders nennen, P und Q, dann würde die Strecke PQ heißen. Aber das, was hier jetzt lila markiert ist, nennt man eine Sehne. Das ist quasi die Strecke innerhalb eines Kreises, wenn eine Sekante durchläuft. Ja? Sekante ist eine Gerade, da würde man ohne die eckigen Klammern arbeiten. Eine Sehne ist die Strecke innerhalb des Kreises. Was noch dabei entsteht, ist ein sogenanntes Stückchen hier, ja, das nennt man Segment. Also quasi, wenn eine Sekante oder eine Schere einen Kreis durchschneidet, entsteht hier ein Segment. Moment, es entsteht auch ein zweites Segment. Das hier unten, wo jetzt meine Maus ist, das ist auch ein Segment. Das heißt, durch eine Gerade oder durch eine Sekante wird ein Kreis in zwei Segmente unterteilt, in zwei Segmente geschnitten. Und was dabei auch entsteht, ist das, was jetzt grün markiert ist, ein sogenannter Bogen. Also in zwei verschiedene Kreisbögen, in den Kreisbogen und in den Kreisbogen wird es unterteilt. Aber der Kreisbogen gehört zu dem Segment und der Kreisbogen, schaut nach meiner Maus, gehört zu dem Segment. Das heißt also, wenn man durch eine Sehne oder eine Sekante einen Kreis in zwei Teile trennen, entsteht dadurch ein Segment oder zwei Segmente und zwei Bögen. Viele Begriffe muss man sich einfach merken. Und hier haben wir jetzt diesen Fall, dass wir eben von zwei Punkten aus zur Mitte schneiden, zum Mittelpunkt. Und dadurch entsteht genau wieder der gleiche Kreisbogen, aber es entsteht jetzt auch eine Fläche und die nennt man Sektor. Es entstehen genau genommen zwei Sektoren, einmal der obere Sektor und einmal der untere Sektor. Der Obelix in Asterix und Obelix, der hat das immer ganz schlau gemacht, der hat immer, wenn er teilen musste, ein ganz kleines Kuchenstück für die anderen abgeschnitten und ein großes Kuchenstück für sich. So kann man sich das ein bisschen merken, das ist ein Sektor, wenn man ein Kuchenstück ausschneidet. Dadurch entsteht auch was wir schon kennen, nämlich ein Winkel. Ja? Das ist quasi ein Winkel des Sektors. Moment, wir haben hier unten natürlich auch einen Sektor, also auch einen Sektorwinkel. Das heißt, hier wird nur in diese Richtung weiter gedreht. Da entsteht natürlich dann auch noch ein Winkel. Beide zusammen ergeben 360 Grad. Diesen Winkel, den benennt man mit Phi, also dieses komische Zeichen wird ausgesprochen Phi, und den nennt man den Mittelpunktswinkel. Was haben wir also heute gelernt? Wir haben wieder neue Begriffe gelernt und die nennt man alle Punktmengen am Kreis. Einmal die Sehne, dann das Segment. Immer wenn man eine Sehne schneidet, dann hat man quasi zwei Segmente. Einen dazu passenden Kreisbogen und wenn wir statt einmal durchschneiden, zur Mitte schneiden, das zweimal so wie beim Kuchenstück, dann erhalten wir einen Sektor. Es gibt genau eine kleine Ausnahme. Da gibt es beides. Da ist es sowohl Segment als auch Sektor. Ich bewege jetzt mal diesen Sektor so lange, bis er es merkt. Ja, okay, ich weiß nicht, ob er es gemerkt hat, aber ihr seht es ja zumindest. In diesem Fall ist es ein Sektor und ein Segment, denn ich schneide von zwei Punkten zur Mitte und es steht ein Sektor. Aber ich schneide auch einmal durch. Das heißt, wenn der Mittelpunktswinkel Phi 180 Grad ergibt, dann haben wir sowohl Sektor als auch Segment. Alles drüber ist ein Sektor oder wenn ich halt über den Mittelpunkt des Kreises schneide, dann ergibt es ein Segment. Das war's. Diese Begriffe müsst ihr halt leider lernen. Bis zur nächsten Stunde. Tschüss!